Einen Tag nachdem ein Mann im niederländischen Utrecht drei Menschen in einer Straßenbahn erschossen hat, haben die Ermittler Hinweise gefunden, die auf einen Terroranschlag hindeuten. Es würden aber weiter auch andere Motive geprüft, teilte die Polizei mit. Weitere Festnahme. Zudem hat die niederländische Polizei in Utrecht einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige sei am Nachmittag von schwer bewaffneten Einsatzkräften in der niederländischen Stadt festgenommen worden, teilten die Beamten am Dienstagabend mit. Welche Rolle er gespielt haben könnte, werde ermittelt, so die Polizei. Zwei weitere Verdächtige, die nach den Schüssen am Montag in einer Tram in Utrecht festgenommen worden waren, seien wieder auf freiem Fuß und würden nicht mehr verdächtigt. Der Hauptverdächtige, ein 37-Jähriger, befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Terroranschlag oder Beziehungstat. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf eine Beziehung zwischen dem Hauptverdächtigen und den Opfern ergeben, teilte die Polizei weiter mit. Zuvor war über eine Beziehungstat spekuliert worden. Man tötete drei Menschen in Straßenbahn. Laut Polizei waren am Spätmontagmorgen in einer Straßenbahn mehrere Schüsse abgegeben worden. Drei Menschen sind tot, fünf wurden verletzt. Der Hauptverdächtige soll in einem roten Auto geflohen sein, das später verlassen gefunden wurde. Am Abend konnten die Ermittler dann den mutmaßlichen Täter festnehmen. Es handelt es sich um einen 37-jährigen, türkischstämmigen Mann. Er war in der Vergangenheit wegen zahlreicher Delikte mit dem Gesetz in Konflikt geraten.